Und hier ist der Bürgermeister von Schlumpfhausen. Und das ist kaum zu glauben. Hier ist Kai Pflaume. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei uns. Es ist vielleicht die Sendung mit dem buntesten Mix an Geschichten überhaupt am Wochenende und das immer gleich am Sonntagabend. Dann kann man das Wochenende noch mal bunt ausklingen lassen. Ja, und dann geht man gut gelaunt zu Bett und startet auch mit deutlich besserer Laune gleich in die nächste Woche. Und deutlich gut gelaunt ist auch immer am Sonntagabend unser Rateteam, meine Damen und Herren. Bernhard Hoecker. Stefanie Stumm. Guten Abend! Und ein herzliches Willkommen und guten Abend auch unserem ersten Gast, Nikolaus aus Braunschweig. Ja. Guten Abend, herzlich willkommen hier bei uns. Unsere Gäste erwartet eine Menge Spaß. Wenn ihre Geschichte nicht erraten wird, gibt es auch noch 1.000 Euro obendrauf. Da hat keiner was gegen einzuwenden. Aber jetzt geht's erstmal los mit der ersten Geschichte. Wenn Sie mitraten möchten, schließen Sie bitte die Augen beim Ertönen der Möwentröte. Das ist genau das Erstaunen. Nein, ich bin schlecht. Braunschweig. War der Hinweis. Ja, Braunschweig, wir haben es eigentlich. Mit Braunschweig ist eigentlich klar. Können wir den nächsten Gast haben? Wir wissen es schon. Ja. Ja, schauen wir doch mal, was so klar ist. Jeder von euch hat 45 Sekunden Zeit, seine Fragen zu stellen, die Nikolaus und alle anderen Gäste nur mit Ja oder Nein beantworten. Bernhard beginnt und der Ratehinweis lautet, Nikolaus sorgte für den Durchblick. Ja. Ja. Geht in die Richtung. Toi, toi, toi. Ja. Nikolaus. Hallo. Hat das mit deinem Beruf zu tun? Ja. Bist du Wissenschaftler? Nein. Warst du Wissenschaftler? Nein. Handwerker? Ein handwerklicher Beruf? Nein. Ein technischer Beruf? Auch nicht. Egal. Was interessiert mich dein Beruf? hast du etwas erfunden? Ja. Ein optisches Gerät? Optisches Gerät? Nein. Nein. Das ist was anderes. Hast du etwas erfunden, was wir heute im Alltag benutzen? Nein. Okay. Hat das etwas mit Braunschweig zu tun, weil dort die Technische Bundesanstalt für Vermessungs... Dankeschön. Viele meiner Ideen haben gar nicht gezündet. Nein. Ja, viele Menschen glauben zwar immer, der Bernhard wüsste alles, aber gelegentlich tritt er auch den Gegenbeweis an. Genau. Ja, die ersten 200 Euro, Nikolaus. Guten Abend. Ich mache noch eine Fortsetzung mit dem Luftfahrtbundesamt, was in Braunschweig beheimatet ist. Hat es auch nichts zu tun. Nein. Ausgesprochen schade. So, Sie haben etwas erfunden. Ja. Sie haben etwas erfunden für im technischen Bereich. Nein. Ach, wie schade. Sie haben etwas erfunden im Bereich des Haushalts. Nein. Habe ich einen persönlichen Vorteil von Ihrer Erfindung? Nein. Hat er schon einmal Ja gesagt? Dann kann es ja nichts. Nein. Hat er nicht. Liegt diese Erfindung eine Weile zurück? Ja. Ja. Hat die Erfindung, wenn ich das fragen darf, Sie finanziell unabhängig gemacht? Nein. Dann kann es ja nicht so doll sein. Medizin, ja. Entschuldigung. Viele tolle Erfindungen führten nicht zwingend zu Reichtum. Ja, Stefanie. Hat es was mit Glas zu tun? Ja. Hat es was mit Brillen zu tun? Nein. Hat es was Glas? Sie haben ein spezielles Glas entwickelt? Nein. Sie haben aber ein Gerät, was Glas besitzt, entwickelt? Gerät, was Glas besitzt? Weiß ich nicht, so ein Polylux oder... kennt man das heutzutage noch? Nein. Wir sind zu jung dafür. Nein. Ein Gerät war. Aber es hat trotzdem was mit Glas zu tun. Ja. Okay, ist es ein Gegenstand? Kann man etwas reinfüllen? Nein. Ein Aquarium oder hat er erfunden oder so. okay, keine Flandurchblick. Dieses Glas, würden wir das benutzen? Nein. Nur Wissenschaftler benutzen das? Nein. In der Medizin? Nein. Also ich niemand. Tiere? Tiere? Nein. Nein.
Wenn es keiner benutzen kann, weiß ich, warum es sich finanziell nicht unabhängig macht. Aber jeder kennt es. Sorgt ihr für Durchblick? Es geht um Glas. Geht es um ein Bauwerk? Nein. Ist es ein Spiegel? Nein. Gut. Du bist schnell mit deinen Fragen. Ja. Ich muss mir heute. Die haust du so raus. Die haust du mit Jägermeister zu tun. Ist ja ein Staccato von Fragen. Hat es mit dem Jägermeister zu tun? Auch nicht. Kommt auch aus Braunschweig, weil ihr kommt mit den ganzen intellektuellen Sachen. Ich hab noch 17 Sekunden und weiß nicht, was ich frage. Geht's Ihnen sonst gut? Gut. Wann haben Sie es erfunden? In den 60er Jahren? Nein. 70ern? Nein. Früher? Nein. Später? 90er? Ja. 90er Jahre? Nein. 2000er? Nein. Ein Jahrzehnt hast du noch ausgelassen. Ja. Ja. 800 Euro. Was wir nicht gefragt haben, ist, ob es ein berühmtes Glas war. Ja, wir haben vieles nicht gefragt, sonst würden wir es ja wissen. Vielleicht machst du mal eine. Du bist doch, fängst doch an. Nikolaus. Mein lieber Nikolaus. Ihr Name ist kein Zufall. Sie haben ein Gerät erfunden, womit der Nikolaus von seinem Schlitten oben im Himmel raus über zwei Winkelspiegel direkt schauen kann, wo die Socken hängen. Ja. Deshalb können wir es nicht gebrauchen, aber... Der Weihnachtsmann. Der Nikolaus und der Weihnachtsmann. Ja. Eine schöne Idee, aber nein. Jeder, der wie ich mal nachts in Braunschweig war, weiß, es ist ein unsicherer Platz. Man ist froh, wenn man mit seinem Leben davonkommt. Das hat sich auch Nikolaus gesagt. Das sagt der Mann, der aus Hessen kommt. Also hat Nikolaus sich gesagt, um Sicherheit in dieses Kleinod zurückzubringen, erfinde ich das Panzerglas. Und deswegen sind alle, weitestgehend alle Häuser heute in Braunschweig vorne mit Panzerglas versehen. Um einfach, nein, ich weiß es nicht. Du konntest es aber gut verbergen. Ich kenne Braunschweig gut, es ist eine wunderbare Stadt. Ja, total. Aber mir fiel nichts Besseres ein. Da kommst du nicht mehr rein. Da komm ich nicht mehr rein. Stefan. Also, die Kontaktlinse hat er nicht erfunden, weil die würden wir ja nutzen. Mhm. Die Disco-Kugel? Die Disco-Kugel? Das wäre auch spannend. Das ist eine coole Idee. Ja, zusammen mit 18. Nein, hat er nicht erfunden. Keine Disco-Kugel. Kleb. Jörg? Nikolaus, Sie sind schuld an meiner ersten blutigen Nase. Jeder kennt es, der mal auf dem Hamburger Dom war. Dort gibt es einen großen Harlekin, der an einem Stuhl sitzt und immer... macht. Warum? Weil im Hintergrund die Menschen versuchen, durch diesen Glasirrgarten herdurchzufinden. Stimmt. Und sich stetig die Nasen blutig hauen. Er ist der Erfinder des großen Irrgartens auf dem Hamburger Dom. Hm? Sag ich einfach ja. Nein. Schade. Leider ist das auch falsch. Und damit, Nikolaus, herzlichen Glückwunsch zu 1.000 Euro. Nikolaus Schimmel ist der Erfinder des gläsernen Pianos. Ach, der Schimmel. Mit und durch Udo Jürgens. Mit Udo Jürgens, genau. Ja. Er hat das gläserne Piano für Udo Jürgens gebaut. Aber dann ist er doch finanziell durch. Jetzt schon. Ach, das ist okay, man sieht jeden Fingerabdruck, aber Acrylglas hat eine ganz besondere Eigenschaft. Es verzieht sich nicht bei Kälte. Und das bringt Nikolaus Schimmel aus Braunschweig Mitte der 80er auf eine glänzende Idee. Ich habe den gläsernen Flügel für Udo Jürgens entworfen. Alles beginnt mit den Dreharbeiten zu einem Udo Jürgens Video. Dafür soll ein Flügel auf einen Gipfel geflogen werden. Udo ist schwer angetan vom hohen C auf dem Tasteninstrument in eisigen Höhen. Herr Jürgens war erstaunt, dass das Instrument oben in 4000 Meter Höhe problemlos funktionierte. Und dann war er drei Tage später in Braunschweig und hat sich bedankt dafür. Nikolaus Schimmel entwirft für den Schlagerstar einen ganz persönlichen Tourneeflügel. Udo Jürgens war total begeistert, aber er hatte eine ganze Reihe von Wünschen. Es gab den Handtuchhalter,
Es gab den Mikrofonhalter. Er wollte aber auch einen Zwischendeckel haben, auf dem er die Blumen seiner Verehrerin ablegen konnte. Vielen Dank für die Blumen. Jahrzehntelang ist der funkelnde Flügel das Markenzeichen von Schlagerkönig Jürgens. Und auch heute noch ist es eine klangvolle Ehre für Pianisten, auf diesem legendären Instrument zu spielen. Es war eben eine wirklich glänzende Idee. War super, absolut. Inwieweit ist das eine besondere Herausforderung, jetzt einen Flügel aus Plexiglas zu bauen? Plexiglas ist ein tolles Material. Das kann man verarbeiten, ähnlich wie Holz. Mhm. Nur es ist sehr schwer. Es ist, ja, das haben wir gelernt. Mhm. Den ersten haben wir schon 1952 gebaut. Das war mein Vater schon. Mhm. Eine tolle Idee, der gläserne Flügel. Viele Fans hätten sich auch noch einen gläsernen Bademantel gewünscht, aber dazu ist es nie gekommen. Ja, heute sind es 1000 Euro geworden. Ja, wir sagen herzlichen Dank für den Besuch. War eine große Freude, Sie kennenzulernen. Nikolaus Schimmel, meine Damen und Herren. Nächster Gast heißt Thomas und kommt aus Berlin. Hubertus wird beginnen, wird als Erster seine Fragen stellen. Und hier ist sie, die Geschichte von Thomas. Der Herr liest immer noch da oben. Der Ratehinweis heißt, plopp heißt Stopp. Okay. Plopp heißt Stopp. Guten Abend. Wir suchen nach Ihrem Beruf. Nein. Wir suchen nach Ihrem Hobby. Nein. Ja und nein. Wir suchen nach einem Ereignis. Ja. Ein Ereignis, was im Zuge des Hobbys Ihnen passiert ist. Nein. Wie schön. Das, was wonach wir suchen, ich habe eine Fliege im Haar, das, wonach wir suchen, ist draußen passiert? Nein. Es ist bei Ihnen zu Hause passiert? Ja. Es ist gegen Ihren Willen passiert? Ja. Oh Gott, ich will nicht mehr wissen. Mach weiter, ich kümmere mich. Es ist im weitesten Sinne ein Verbrechen gewesen? Nein. Es ist ein Unfall gewesen? Ja. Waren Sie in Gefahr? Nein. Hat eine prominente Figur eine Rolle gespielt dabei? Nein. Aber nicht schlecht. Ja, aber nicht schlecht. So, die ersten 200 Euro. Stefanie. Hat es was mit Wasser zu tun? Ja. Mit Ihrem Waschbecken? Nein. Mit der Toilette? Nein. Mit der Dusche? Nein. Mit Ihrem Spülbecken? Nein. Noch Wasser. Hat es reingetropft? Nein. War es eine Überschwemmung? Nein. Wasser, Kühlschrank? Nein. Okay, war zu viel Wasser da? Nein. Zu wenig Wasser da? Nein. Ganz normal fließendes Wasser. Ja. Nein. Nicht zwingend. Okay. Ein Geräusch spielt dabei auch eine Rolle? Ja. Ein Plopp? Genau. Ist etwas reingefallen irgendwo? Nein. Hat es mit einer Verstopfung zu tun? Ihrerseits, Geräteseits? Auch nein. Jetzt geht's ans Eingemachte. 400 Euro. Möchten Sie, dass es nochmal passiert? Ja. Im Nachhinein betrachtet, ja. Okay. Hat es dann was, wir hatten noch nicht die Waschmaschine, hat es mit der was zu tun? Nein. Geschirrspülmaschine? Nein. Aquarium? Nein. Was gibt's denn noch mit Wasser? Wasserkocher? Ja. Ach, Wasserkocher. Sie machen was mit dem Wasserkocher? Ja. Ja, das ist... Gut, Wasserkocher, da kocht man Wasser drin. Kochen Sie was anderes als Wasser im Wasserkocher? Ja. Reis. Also für mich ist schon kaum zu glauben, dass mit dem Wasserkocher was anderes... Sie kochen Sie Lebensmittel mit dem Wasserkocher? Ja. Was ist denn jetzt das Tolle daran? Tütensuppe. Das ist der Tütensuppe. Tütensuppe. Also Sie kochen mit dem Wasserkocher. Sie sind Wasserkocher-Koch. Ja, das ist schon ganz viel und ganz richtig. Und? Also er kocht seine Lebensmittel mit dem Wasserkocher und? Dann verkaufst du sie.
Nein. Dann isst du sie. Ja. Auch. Er macht ein ganzes Frühstück. Drei du bist seid ihr stille. Wasserkocher-Koch. Ja? Ja. Du hast nur einen Wasserkocher und kochst darin, dein gesamte Ernährungsplan basiert auf Wasserkochen. Ja, und? Du möchtest wissen, warum? Da frag ihn doch. Nein. Und damit bist du der Einzige in Deutschland. Ja, aber er hat noch was Besonderes getan. Ein Weltrekord. Nein. Nein. Nein, du hast dir die Finger verbrannt. Nein. Doch, da auch ja. Er hat was Besonderes gekocht. Eis hast du im Wasserkocher. Eine besondere Mahlzeit hast du im Wasserkocher gemacht. Nein. Nein. Er ist nicht, Jörg, du bist nicht dran. Mensch. Und er hat? Lass mich doch. Jetzt. Der hat, mach es. Kochbuch gemacht. Er hat ein Kochbuch gemacht. Er hat ein Kochbuch gemacht, ein Wasserkocher-Kochbuch. Also ich würde sagen, Sie sind der einzige deutsche Wasserkochbuch-Autor, der mit, aus welchen Gründen auch immer, da würde ich denn doch mal den Besuch eines Therapeuten empfehlen, der verzichtet hat auf Pfannen, Töpfe, was man so im normalen Haushalt hat. Aber ich meine, jeder, wie er glücklich wird. Ja. Hubert, ist das richtig? Natürlich. Warum macht man sowas? Ja. Das wird Thomas Götz von Aus uns gleich erzählen. Und er ist tatsächlich der Mann, der sein Essen mit dem Wasserkocher kocht und dazu ein ganzes Kochbuch verfasst hat. Thomas Götz von Aust aus Berlin kocht häufig aus Leidenschaft. Und wenn er Hunger hat, steht er gern mal in der Küche und zaubert. Einen Herd hat er allerdings nicht. Ich habe das erste Kochbuch für den Wasserkocher veröffentlicht, mit dem ich seit Jahren mein Essen zubereite. Mehr braucht der Mann nicht für seine Speisen. Heute gibt's Gemüsekuskus. Ich kann auch im Wasserkocher anbraten. Ich gebe etwas Öl in den Wasserkocher und dann in dem Fall etwas Gemüse umrühren und es wird schön angeschwitzt. Klingt lecker. Thomas hat seine Rezepte in dem Buch The Joy of Waterboiling zusammengetragen. Dafür steht ihm sogar eine Spitzenköchin zur Seite. Ich war schon auch ein bisschen selber erstaunt, wenn ich ehrlich bin. Weil echt so viele Sachen einfach funktioniert haben und es super lecker ist und auch ganz toll aussieht. In der Rezeptesammlung werden die Gerichte hochwertig serviert. Ich kann den Wasserkocher immer noch als Ergänzung zu einem Herd verwenden. Wir wollen einfach nur den Wasserkocher mit seinen Möglichkeiten darstellen, damit er nicht weiterhin ein Schattendasein führt. Eine richtige Erfolgsgeschichte wird da aufgetischt. Allerdings mit einem Problem. Der Tee riecht gelegentlich nach Zwiebeln. Dennoch, wohlbekomm's. Berlin. Kann man Königsberger Klopse im Wasserkocher machen? Kann man ohne Probleme. Mhm. Gerade arbeite ich an einer Fortsetzung mit Knödelrezepten für den Wasserkocher. Oh, auch gut. Ja, gut, alles was natürlich mit Dünsten. Dünsten würde ja vielleicht noch gehen, wenn man einen Aufsatz hat für den Wasserkocher. Genau, also man kann ohne Probleme im Wasserkocher auch dünsten mit dem dementsprechenden Aufsatz. Mhm. Wir haben ja vorhin gehört, man kann auch Öl in den Wasserkocher geben, wenn man irgendetwas anbraten, anschwitzen möchte. Und da bleibt nichts zurück. Die Reinigung ist auch gänzlich einfach, etwas Zitronensäure dazugeben, aufkochen lassen und schon kann ich das nächste Gericht zubereiten, ohne Zwiebelnachgeschmack zu haben. Also das zeigt einmal mehr, mit offenen Augen durch die Welt gehen, immer mal was Neues ausprobieren und in dem Falle ist es das Kochen mit dem Wasserkocher, sogar zusammengefasst in einem wunderbaren Kochbuch von Thomas Götz von Aus. Herzlichen Dank für den Besuch, Grüße nach Berlin und viel Spaß mit den 1800 Euro. So, Rosemarie Hempel, guten Abend. Hallo. So, hier ist die Geschichte. Das ist Bewunderung. Aber echte Bewunderung. Oh. Frau Hempel. Respekt. Es kann losgehen mit Stefanie. Mhm. Der Ratehinweis lautet, bei Rosemarie zu landen ist gar nicht so einfach. Landet etwas in Ihrem Garten? Nein. Lassen Sie, also, haben Sie so ein Flugzeug, was Sie bedienen können? Nein.
Ist es ein Hobby? Nein. Ja und nein. Ja und nein. Beruf? Ja. Beruf? Ja und nein. Ja und nein. Ist es ein einmaliges Erlebnis? Nein. Okay, Sie selbst machen es. Sie machen das Ganze. Was auch immer es ist. Ja. Okay, braucht es Geschick? Ja. Schnelligkeit? Oh. Müssen Sie es draußen im Garten machen? Nein. Sie können es bei sich zu Hause machen? Nein. Brauchen Sie ein Gerät dazu? Ja. Gehen Sie wohin, um das zu machen? Ja. Sport? Nein, Sport nicht. Nein. Die ersten 200 Euro. Jörg? Bei Rosemarie zu landen. Also Landen ist für mich immer mit Fliegen verbunden. Hat es mit Fliegen zu tun? Ja, würde ich auch sagen. Ja, ne, müssen wir ja sagen. Da kommen wir nicht dran vorbei. Gut, das hat also mit einem Flugzeug zu tun. Ja. Fliegen Sie selbst? Ja. Die Antworten sind schon langsam. Sind Sie eine besonders weite Strecke geflogen? Doch. Ja, aber im Sinne der zu erratenden Geschichte, nein. Nein, okay. Bei Ihnen zu landen, das heißt, mit Ihnen ist jemand mitgeflogen? Ja. Sollen wir erraten, wer bei Ihnen mitgeflogen ist? Nein. Nö. Ja, vielen Dank. 400 Euro. Wir suchen das Besondere an Ihrem Pilotentinnendasein. Ja. Reden wir von einem Flugzeug? Flugzeug, ja. Ja, das ist ganz gut. Reden wir von einem kleinen Flugzeug? Doch, kann man sagen. Sind Sie die älteste Pilotin Deutschlands? Nein. Vielleicht nicht. Vielleicht nicht. Nicht unbedingt. Sind Sie die fast älteste Pilotin Deutschlands? Ja, kaum zu glauben. Sind Sie eine der ältesten Pilotin Deutschlands? Das kann wiederum sein, ja. Aber das ist nicht das Besondere. Nein. Sind Sie die älteste berufliche Pilotin? Ja, aber das suchen wir ja auch nicht. Nee, ne? Auch da, mit Sicherheit eine. 600 Euro. Sie haben als Pilotin ein Superlativ, ein deutsches Superlativ. Ja. Das stimmt. Ja. Ich muss jetzt einfach ein paar durchgehen. Haben Sie als Sportpilotin die meisten Starts und Landungen in Ihrem Leben, die je eine Pilotin gemacht hat? Glaube ich nicht. Nee. Sind Sie spektakulär gelandet auf dem Wasser? Sind Sie eine Wasserpilotin? Nein. Also mit Kufen? Nein. Wir reden aber von einem Flugzeug. Wir reden nicht von einem Zeppelin zum Beispiel. Naja, kann ja sein. Sie sind eine Zeppelin-Pilotin. Könnte ja sein. Zeppelin fährt. Danke. Ja, ich wollte es jetzt nicht sagen. Sie sind die erste Lufthansa-Pilotin, die die Lufthansa je als Frau eingestellt hat. Nein. Nein, aber ja, schön. Nein, es gibt in Ihrem Pilotinnen-Dasein eine Besonderheit und die hat natürlich auch was mit Ihrem Alter zu tun und das verschafft ihr das Superlativ. Stefanie muss ja die Erste. Sie ist die Erste, die eine riesen Boeing geflogen ist. Nein. Weil immer noch fliegt. Hättest du gerne mal, ne? Hätte ich gerne. Ja. Jörg? Sie sind vielleicht die dienstälteste Pilotin, die Rundflüge anbietet, wo Menschen... Wissen Sie was? Das ist eine Unverschämtheit. Nur weil Sie lesen können da oben. Aber total gut, alles so. Ja, der hat's gleich. Also Dienstälteste, bis dahin war gut. Ja. Das war so ein perfekter Anflug. Ja. Und kurz vor der Landung ist er dann nochmal abgedreht und durchgestartet. Die Dienstälteste, die noch Passagiere befördern darf. Nein, jetzt hab ich's. Aber jetzt ist, weil der Hubertus darf, halt. Der Hubertus nochmal dran.
Mensch. Es muss ja alles seine Ordnung haben. Hubertus! Die Umflügel? Sie ist. Fluglehrerin. Psst. Na, es ist hier wie in der Schule, ne? Das stimmt, das also, stimmt. Sie ist das die stimmt. Dienstälteste, das aber kam vom Kollegen. Ja, aber der war nicht mehr dran. Ja, also deswegen, sag was anderes. Ich sag was total anderes. Sie ist die dienstälteste Fluglehrerin Deutschlands. Das kam nicht von Pailava. Das war. Moment. Ah, pass auf, das müssen wir andersrum machen, ja. Weil das war sowas von vorgesagt. Ja. Ja. Und es gibt einen strengen Vorweis. Es geht direkt zum Rektor nach der Sendung. Ja. 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 Herzlichen Glückwunsch zu 1.000 Euro. Ja, Rosemarie Hempel aus Strausberg ist die älteste noch aktive Fluglehrerin in Deutschland. Das gibt's gar nicht. Super. Eine rüstige Dame auf dem Flugplatz. Hier verbringt Rosemarie Hempel aus Strausberg in Brandenburg ihre Wochenenden. Doch nicht, um Zeit totzuschlagen. Sie hat einen echten Höhenflug. Mit 80 Jahren bin ich Deutschlands älteste noch aktive Fluglehrerin. Und mit aktiv meint sie auch aktiv. Als eine der ersten Segelfluglehrerinnen der DDR unterrichtet Rosemarie Hempel seit 1962. Das Fliegen ist das Schönste, was es gibt. Fliegesboom war aber mal ganz klipp und klar mein Leben. Come fly with me. Zu DDR-Zeiten werden auch die Sprösslinge reicher Unternehmer aus dem Iran oder Ägypten zu ihr geschickt. Denn in Deutschland gibt es damals die wenigsten Unfälle. Die Sicherheit steht an erster Stelle. Deswegen wird vor jedem Flug Vorflugkontrolle gemacht einmal. Und die wird gründlich gemacht. Ja, wir wollen heil runterkommen. Flugschüler Sebastian Rosso denkt gar nicht daran, sich eine Jüngere zu suchen. Er will nur Rosemarie. Es gibt immer noch die Situationen, dass sie also reinruft und sagt, okay, nein, das ist jetzt nicht richtig. Und das ist das Wichtigste, dass sie einen sagt, was man falsch gemacht hat und dass man sich daran entsprechend verbessern kann. Ich bin resolut, ich bin konsequent. Ja? Bin nicht großzügig. Aufhören kommt der 80-jährigen Pilotin gar nicht in die Tüte. Sie ist topfit, was ihr gerade wieder vom Flugarzt bescheinigt wurde. Solange ich gesund bin, bleibe ich bei der Fliegerei. Fliegen, einfach so. Und ausbilden noch. Heute kann Rosemarie Hempel auf mehr als 9000 Flugstunden zurückblicken. Na dann, Holm und Rückenbruch. Wie lange dauert so eine Ausbildung? Wie lange dauert das, bis ich einen Flugschein habe? Wenn ich regelmäßig jede Woche zum Flugplatz gehe, dann dauert es ungefähr ein Jahr, kann auch manchmal ein bisschen länger sein. Oh, wow. Und da ist natürlich auch Theorie, wie beim Führerschein? Ja, genau, und es hängt vom Wetter. Vom Wetter. Natürlich. Ja. Ja, was ist das, was für einen Flugneuling am schwierigsten zu erlernen ist? Die meisten haben am Anfang so ein bisschen Hemmungen, ins Flugzeug zu steigen und oben. Ich mache das ganz ruhig und wenn sie sich wohlfühlen, merke ich, es geht aufwärts. Mhm. Ja. Ja. Start oder Landung? Was Nein, ist das kommt ja, Start und Landung ist etwas schwieriger. Es gibt ein Sprichwort, fliegen heißt landen. Oh, heil landen. Genau, am besten. Ja. Ne? Am besten heil landen. Ne? Schauen Sie, es sind 1.000 Euro heute geworden. Ja, da kann man sich ja auch eine Flugreise vielleicht. Ja, ich komme mal rein. Strausberg, ne? In der Nähe von Berlin. Ja. Rosemarie Hempel, herzlichen Dank, alles Gute. Keine Ahnung, was unseren nächsten Gast betrifft, warum er heute hier ist, aber wir werden es euch verraten. René aus Kaiserslautern. Grüß dich. Herzlich willkommen. Jörg wird der Erste in der Runde sein, der seine Fragen gleich los wird. Und hier ist die Geschichte von René. Oh, das ist ein langer, ein langes Abenteuer. Der braucht. Ah. Ist kaum zu glauben. Ne? Ist kaum zu glauben. So, Geschichte ist wieder ausgeblendet. Jörg, ja. Der Ratehinweis lautet: René ist kein Schlägertyp. Kein Schlägertyp. Hm? Gut,
René ist kein Schlägertyp. Gut, lieber René, suchen wir Ihren Beruf. Schneller? Nein. Hobby? Ja. Gut, sammeln Sie etwas? Nein. Hat es mit Sport zu tun? Ja. Kaiserslautern-Betzenberg mit Fußball? Nein. Ihrer Kappe zu folgen, hat es was mit einer amerikanischen Sportart zu tun? Nein. Hat es mit einer Leichtathletik-Sportart zu tun? Laufen, Springen? Nein. Nein. Benutzen Sie dazu ein Hilfsmittel, ein Fahrrad? Nein. Ein Motorrad? Nein. Eine Mannschaftssportart? Nein. Machen Sie das ganz alleine, Sie armer Wicht? Nein. Nein! Sind andere dabei? Ja. Ist ein Ball dabei? Ja. Ein kleiner Ball? Nein. Ein größerer Ball? Ball? Ja. So, die ersten 200 Euro. Ihr könnt euch ja ein bisschen an der Größe des Balles jetzt abarbeiten. Andere dabei? Keine. Also. Ist das eine olympische Sportart? Nein. Noch nicht? Noch nicht, aber soll es werden. Ist der Ball schwer gefüllt? Nein. Mit Luft gefüllt? Ja. Ertitscht? Ja. Ist es eine Sportart, die man aber kennen kann? Ja. Sie machen das alleine. Geht es darum, viele Punkte... Er macht es nicht alleine. Ja, aber nicht in der Mannschaft, sondern Sie machen das mit anderen zusammen. Machen Sie es gegen eine andere Person? Ja. Haben Sie nur den Ball in der... Also benutzen Sie nur den Ball dazu? Jein. Ja. Also auf einem Feld? Nein. Gibt es einen Spielplatz dafür? Also einen, ja. Einen ja. Spielball. Ist das eine Platte? Ja. Ja. Ja, ja. Wir sind bei 400 Euro. Robertus? Verwenden Sie eine Tischtennisplatte? Ja. Und da Sie kein Schlägertyp sind, verzichten Sie auf Tischtennisschläger? Ja. Das heißt, Sie spielen Tischtennis mit den Händen? Nein. Wir suchen nach dem Art, wie Sie Tischtennis spielen, statt des Schlägers. Was nehmen Sie stattdessen? Ja. Ja. Nehmen Sie eine Bratpfanne? Nein. Nein. Nehmen Sie ein Küchengerät? Nein. Nehmen Sie ein... Genau, macht es. Ihr könnt euch in seinem Rücken, in Hubertus Rücken, kann alles passieren. Nehmen Sie ein Garten. Ah, schade. Nehmen Sie ein Gartengerät. Nein. Was soll ich sagen? Was soll ich ihn fragen? Nehmt er ein? Nicht nach Geräten! Warum nicht? Weil die schon abgelehnt wurden. Nein. 600 Euro. Stefan. Spielen Sie mit dem fließenden Tischtennis? Nein. Ja, aber jetzt spielen Sie. Aber Sie machen es trotzdem. Sie machen es mit Ihren Händen trotzdem. Nein. Mit den Beinen? Den Füßen? Bitte? Mit den Beinen? Nein. Mit dem Kopf? Ja. Sie spielen Tischtennis mit dem Kopf? Ja. Sie sind Weltmeister im Tischtennis mit dem Kopf spielen? Nein. Hä? Naja, es ist jetzt wird es schwierig, weil ich weiß gar nicht, was Stefanie noch erraten könnte. Außer vielleicht, dass er der beste Tischtennis mit dem Kopfspieler. Ja, dass Nein. er der einzige. Der einzige Tischtennis mit dem Kopfspieler. Nein, auch zum Glück auch nicht mehr. Aber er ist der deutsche Meister. Kopftennis. So, jetzt darf jeder von euch sagen, ihr dürft sofort lösen. Sag's jetzt. Es geht um Tischtennis mit dem Kopf, Bälle über den Dingsbums da und er ist deutscher Meister. Nein. Nein. Deswegen machst du so ein Theater. Deswegen machst du so ein Theater. Wegen dieser Geschichte, die dann auch noch falsch ist. Egal wer, ruft es einfach rein. Ich möchte mich eindeutig von meinen Spielkollegen distanzieren. René ist der... Das Beste. Der Beste. Du bist raus. Ja. Hohecker, Sie sind raus. Was ist das denn? Nein. Der Beste. Nein. Er ist der Erfinder. Erfinder. Ja. Des Kopftischtennisballspiels. In Deutschland. Das hat doch der Kleine. Hier ist nichts mehr zu holen. Hier ist nichts mehr zu holen. Aber das war richtig. René Wegner aus Kaiserslautern. Ja, und wir müssen jetzt wirklich das Kind beim Namen nennen. Er ist der Erfinder von Heddes.
So heißt es nämlich. Darf ich ganz kurz? Der Kopf. Verstehe. Head ist Kopfball, Tischtennis. Das ist spektakulär. Ich kann es aus eigener Erfahrung. Ich muss es einfach sagen, weil du würdest dich nie trauen, das zu sagen. Kai ist ein brillanter Athlet in dieser Sportart. Naja, sagen wir mal so. Ich habe mich im Vorfeld in der Vorbereitung auf die Head ist Team WM das erste Mal intensiv und praktisch mit diesem Sport. Echt, aber sehr gut. Ich habe nie in meinem Leben was davon gehört. I like to play. Das ist René Wegner aus Weselberg bei Kaiserslautern. Sport ist sein Leben. Und Köpfchen hat er auch. Ich habe 2006 die Sportart Head ist erfunden, die heute weltweit von mehr als 100.000 Menschen gespielt wird. Geburtsstunde einer Trendsportart. Und die Idee kommt fast von alleine geflogen. Ich war mit meinen Freunden im Schwimmbad. Wir wollten eigentlich Fußball spielen. Der Fußballplatz war belegt. Dann sind wir an die Tischtennisplatte gegangen. Dann haben wir gesagt, wir köpfen den Ball. Das hat jedem direkt super viel Spaß gemacht. Und daraus hat sich das dann entwickelt. Das Kind braucht natürlich einen Namen. Das heißt Headis, das ist eine Mischung aus Head, Kopf und Tennis, das Ende Headis. Der junge Sport wird zur großen Kopfsache. Es gibt inzwischen schon eine Weltmeisterschaft und die Fans haben kein Brett, sondern den Ball vorm Kopf. Beim Headis kommt man ganz schnell rein, da es nur ganz wenige Regeln gibt und man ist sehr frei in seinem Spiel. Man darf auf die Platte springen, man darf den Ball Volley nehmen, dann kann man schnell losspielen und hat auch direkt Spaß dabei. Er selbst wird schnell unter dem Namen Heddy Potter ein erfolgreicher Spieler und wirbt für den Ballsport. Schon folgt der nächste große Wurf. Es gibt noch Hescherball, eine Mischung aus Airhockey und Billard. Das kann man an jedem Tisch spielen und das macht auch super viel Spaß. René Wegner legt den Ball vor und erhält 2019 den German Design Award. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Nice. Es ist in der Tat ein Spiel für jedermann. Ja, man kann es ja auch draußen an den festen Tischtennisplatten spielen, die so überall in den Wohngebieten stehen. Jetzt haben wir gehört, das ist ja eine Idee aus Deutschland, aber mittlerweile über die Grenzen hinaus erfolgreich. Ja, genau. Also wir waren auf allen Kontinenten und da gibt es jetzt Turnierserien. Wir haben auch eine Charity-Aktion, die wir machen, wo wir in Slums dann in Südafrika, Brasilien und so Platten bauen. Mhm. Und eigentlich wird überall gespielt. Natürlich nicht in jedem Land, aber auf jedem Kontinent. Also spannend und immer gut, was Neues zu erfahren. Headis ist ein großes Spaß. 800 Euro sind es geworden. René Wegner aus Kaiserslautern. Ja. So, jetzt widmen wir uns aber mit voller Aufmerksamkeit unserem nächsten Gast. Und das ist Biene Pöhner. Guten Abend. Biene von Sabine oder einfach nur Biene, weil es schnell gehen musste? Weil es schnell gehen musste. Weil es schnell gehen musste, okay. Ja. Und hier, meine Damen und Herren, das ist unser Angebot an Sie. Oha, ganz ehrlich, meine Damen und Herren, können Sie alle lesen? So, Geschichte ist wieder raus aus dem Fernsehbild. Bernhard beginnt und der Ratehinweis lautet, Biene knackt sie alle. Hallo, suchen wir deinen Beruf? Ja. Ist dein Beruf ein handwerklicher Beruf? Nein. Ein naturwissenschaftlicher Beruf? Nein. Ein künstlerischer Beruf? Nein. Aber es ist ein Beruf, da bist du dir sicher, ja. Eine Dienstleistung? Nein. Egal. Also, komme ich zu dir? Nein. Benutzt du ein Werkzeug? Ja. Knacken, hat es was mit Nüssen zu tun? Nein. Mit Nussknackern? Nein. Ist das was Medizinisches? Nein. Aber du weißt schon, was du beruflich machst. Das ist sehr genau. Ich auch. Ich weiß auch und glaube noch einige Leute mehr. Ist es im Freien? Ja, draußen eher, ne? Ja. 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 Tut mir leid, ich habe nicht wirklich geholfen. Nein, was? Ich habe nicht wirklich geholfen. So, die ersten 200 Euro sind
Wenn ich Sie professionell in Anspruch nehmen würde, käme ich zu Ihnen. Ja. Und wir würden uns draußen treffen. Sie haben gerade gesagt, Sie arbeiten draußen, wir würden uns draußen treffen. Draußen, ja, heißt in der Natur. Ja. Das heißt, Ihr Beruf hat im weitesten Sinne was mit Natur zu tun. Ja. Mit Forstwirtschaft beispielsweise? Nein. Mit Umweltschutz? Ja. Aber im sehr weiten Sinne, ne? Nur sagen wir, das, was wir suchen. Aber okay, im weitesten Sinne mit Umwelt, mit Umweltschutz, mit Parks. Würden wir uns in einem Park treffen? In einer, nein. 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 Würde es mir nach dem Besuch bei Ihnen und nach einem gemeinsamen Treffen besser gehen? Ja. Auch schön. Das war deutlich. Es sind 400 Euro. Okay. Okay, ich gehe davon aus, Sie machen das nicht in Deutschland. Machen Sie es in Deutschland? Ja. So einfach. Okay, machen Sie es am Menschen? Am Tier? Ja. Sie renken Sie Tiere aus? Nein. Aus. 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 Danke, Ihr Hund kann nicht mehr laufen. Hier, Sie knacken sie alle. Sie machen Sie was mit den Knochen der Tiere? Nein. Sind die Tiere krank? Nein. Also, sind es Rehe? Nein. Maulwürfe? Nein. Größere Tiere? Maulwürfe? Wildschweine? Nein. Wildtiere? Hirsche? Nein. Mäuse? Nein. Wie kommt denn das Maulwürfe? 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 Super. Sie renkt Maulwürfe die Gliedmaßen aus. Ich meine, es ist ernst. Biene. Hat es was mit Bienen zu tun? Nein. Haustiere? Nein. Was macht die denn? Also Leute kommen mit Tieren zu Ihnen? Nein, 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 das hat keiner gesagt. Also Leute kommen zu Ihnen, Sie gehen mit diesen Leuten zu Tieren? Ja. Leute, die Angst vor Tieren haben? Nein. Schade. Leute, die aus therapeutischen Gründen ein Tier brauchen. Ja. Nein, ja? Quatsch. Nein. So, nicht so Delfin schwimmen oder irgend sowas. Nein. Sind es Landtiere? Nein. Oh, Vögel? Nein. Fische? Fische? Nein. Insekten? Nein. Was gibt's denn jetzt noch? Lebende Tiere? Ja. Würmer? Nein. So, 800 Euro. Keine Insekten, keine Vögel. Keine Tiere, meinst du Bauernhof? Naja, ja, Land. Aber nicht in Feld und Flur. Du meinst Tiere, die auf dem Boden leben, ne? Was klar, Austern. Die züchtet Austern. Der Bernhard beginnt. Ja, also Sie sind Austernflüstererin. Nein. Erstmal ein Nein. Hubertus? Sie sind Deutschlands einzige Uhu-Kennerin. Und da Uhus ja relativ scheu sind am Tag, nämlich nicht rauskommen, knacken Sie sie alle, weil durch Ihr einzigartigen Uhu-Ruf glauben der Uhu, es am Tag, es ist Nacht, und dann guckt er raus und denkt, nee, Halleluja. Ist nicht Halleluja, aber jetzt... Eine wunderbare Geschichte, ja. Leider nein. Schade. Stefanie. Schade, schade. Sie knacken Tresore und befreien die Tiere, die da drin... Aus Tresoren? Ganz wichtige, teure Tiere. Jörg, einen Tipp haben wir noch. Sie sind die einzige weibliche Trüffelsau Deutschlands. Auf allen Vieren gehen Sie durch den Wald. Geben Sie mir Ihre Visitenkarte. Und finden Trüffel. Super. Biene, ich breche das hier an dieser Stelle ab. Entschuldige mich in aller Form. Und das tue ich mit 1.000 Euro. Sie leitet die einzige Austernfarm in auf Deutschland, Sylt. Austernzucht auf Sylt. Nein. Ja, nein. Das ist die richtige Lösung. Das ist in Bach, wenn ich das richtig verstehe. Ja, und für viele, die es nicht wussten, Sylt nicht fallen. Und viele, die es nicht glauben können, es gibt tatsächlich eine Austernzucht auf Sylt. Sylt, die Königin der Nordsee. Die Königin der Insel nennt sich Sylter Royal und fühlt sich hier tierisch wohl. Verantwortlich dafür ist Biene Pöhner,
Chefin von Deutschlands einziger Austernzucht. Während meines Studiums habe ich verschiedene Tätigkeiten, so auch unter anderem auf der Internorga. Und da bin ich das erste Mal mit der Sylter Royale in Berührung gekommen. Es wird eine Liebe fürs Leben. 2007 übernimmt Biene die Zucht. Ein echter Knochenjob, denn die essbare Muschel braucht täglich Zuwendung. Management mit nassen Füßen. Hier sind unsere Setzlinge. Wenn man mal genau hinschaut, sieht man, dass die sehr, sehr klein noch sind. Die brauchen noch ein paar Generationen, um weiterzuwachsen. Wir sind frei, frei wie der Wind. Bis zu 1 Million Austern werden im Wattenmeer vor der Insel jährlich geerntet. Im Winter zieht das Sylter Gold vom Meer in riesige Becken. Eis- und Frostschutz. Generell sagt man, dass die Austern aus dem kalten Wasser ein bisschen besser vom Geschmack hier sind. Ich persönlich jedoch mag sie eigentlich immer so, wie die Natur sie gerade liefert. Die Chefin von Sylter Royal wird von ihren Fans Austernprinzessin genannt. Für Biene der maritime Ritterschlag. Man muss sich ja irgendwie einen Namen machen. Und ich fand das irgendwie eine nette Art und Weise, geadelt zu werden. Adel verpflichtet. Und so wird die Königin in Schale bestimmt auch weiterhin monarchisch verehrt. Lecker. Wie ist das denn eigentlich mit der empfehlenswerten Menge an zu verzehrenden Austern? Muss man da auf irgendwas aufpassen? Na, wir haben ja alle schon mal von Casanova gehört. Der konnte ja bis zu 50 Stück am Abend vertilgen. Frauen, dachte ich. Also. Die auch. Kam danach. In der Folge. Kam in der danach, Folge. Ja. Das ist so ein bisschen abhängig von dem eigenen Gusto und der Eiweißverträglichkeit, um ganz ehrlich zu sein. Okay. Ich habe ja jetzt gesehen, da auch die Zucht befindet sich ja dann frei zugänglich. Habe ich das richtig gesehen? Ja. Wir haben seit einigen Jahren leider ein Schild aufstellen müssen, Sperrgebiet. Also wir pachten das Land vom, das Land im Meer, also das Wattenmeer vom Land Schleswig-Holstein. Wir haben einen öffentlich-rechtlichen Vertrag und dort ist unsere Aufzucht eben. 1.000 Euro sind es geworden. Herzlichen Glückwunsch und danke für den Besuch. Die Geschichte heben wir uns natürlich immer noch für den Schluss auf. Und die kommt heute von Stefanie und Thomas. Herzlich willkommen. Hallo Stefanie, Thomas. Die beiden sind aus Bayern zu uns gekommen. Und da passieren ja auch unglaubliche Sachen. Ja, ja, auch in Bayern. Ey, ist es wirklich? Ja. Ja. So, wir sind bei Hubertus. Ja. Und der Ratehinweis lautet: Kleinvieh macht auch Mist. Guten Abend. Ein Junge im Publikum schlug sich die Hände vors Gesicht, als er das eben hörte. Suchen wir nach einem Ereignis. Ja. Ja. Ein Ereignis, was einen dem Atem nimmt. Mehr oder weniger, ja. Ein Ereignis, das ihr Leben verändert hat. Ja. 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 Haben Sie beide sich durch das Ereignis kennengelernt? Nein. Sie haben sich vorher gekannt? Ja. Ja. Hat das Ereignis Ihre Beziehung in irgendeiner Form vertieft? Nein. Nein. Können wir von einem Unfall sprechen? Haben Sie das Ereignis, ist Ihnen das widerfahren gegen Ihren Willen? Ja. Ja. Hat das Ereignis, sind Sie ein Paar? Ja. Hat das Ereignis im weitesten Sinne was mit Kindern zu tun? Nein. Hat das Ereignis im weitesten Sinne was mit Familie zu tun? Ja. Ja. Also in der Familie steckt das, ist die Lösung. In der Familie? Ja, ja nicht. Ja, so, die ersten 200 Euro. Findet es auf einem Bauernhof statt? Ja. Hat es was mit Mist zu tun? Nein. Nein. Aber mit Gestank? Nein. Nein. Oh. Nein. Ist was kaputt gegangen? Nein. Nein. Ist was Positives daraus entstanden? Ja. Ja. Elfi macht auch Mist. Also, spielen Tiere eine Rolle? Nein. Ist es nur Ihnen beiden passiert? Ja. Waren noch andere Leute beteiligt? Ja. Feuerwehr? Nein. Polizei? Nein. Eventuell Helfer wie Feuerwehr. Musste etwas geborgen werden? Nein. Nein. Etwas gehoben? Nichts. Etwas gehoben? Was? Oh.
Aber es kann nur verwirren, egal welche Antwort man gibt. So, wir sind bei 400 Euro. Auch mit. Jörg? Es ist auf Ihrem Bauernhof passiert. Ja. Ja. Es hat nichts mit Tieren zu tun. Nein. Mit etwas, was aber klein ist. Nein. Kleinvieh, geht's um Geld? Ja. Ah! Ha. Kleinvieh macht auch Mist. Haben Sie bei sich einen Schatz gefunden? Ja, also kann man es nicht nennen. Nein. Gut, also Sie haben bei sich etwas gefunden, was einen Wert hat? Ja. Gut, ist es aus Gold? Nein. Silber? Nein. Platin? Nein. Bronze? Nein. Austern? Nein. Nein. Sie haben etwas, boah, haben Sie danach gesucht? Nein. Es war ein Zufallsfund. Ja, kann man auch nicht sagen, ne? Nicht zufällig. 600 Euro. Ja, in Bayern. In Bayern. Das, was Sie gefunden haben, liegt das in der Erde? Nein. In der Luft? Nein. Im Wasser? Nein. Das, was Sie gefunden haben, war das bei Ihnen zu Hause? Ja. Sie haben im Haus etwas gefunden? Nein. Das Haus ist etwas Wertvolles? Nein. Nein. Sie haben das nicht im Haus gefunden? Im Haus entsteht das? Nein. Der Schatz, ist das etwas, was man, wenn man es in der Hand hat, als wertvoll empfinden würde? Nee, wenn man es in der Hand hält, nein. Daraus kann man was Besonderes machen? Nein. Das heißt, man kann mit dem Schatz nichts anfangen, außer dass man ihn hat? Doch, man kann schon was mit anfangen. Ist es ein Rohstoff? Nein. Nein. Ich hab keine Ahnung. Im Haus. Wo der nicht weiter gefragt hat. Es ist eine wunderbar skurrile Geschichte. Es ist im Haus. Ich habe mal. Wir haben im Stall was gefunden. Im Stall. Ich habe eine Idee, die ist völlig absurd, aber ich habe sowas mal irgendwie ganz abgelesen. Aber lass raus. Komm nicht so oft vor, dass Sie sind mit Ihrem Trecker über die Wiese gefahren und haben eigentlich sich um den Ackerbau gekümmert und plötzlich sank der Trecker ein. Und es war ein versteckter Weinkeller. Das ist nämlich passiert, irgendwo in Franken. Und plötzlich stand der Trecker in einem versteckten Weinkeller und der Bauersmann, der Landwirt, war völlig, weil er plötzlich umgeben war von Rotweinflaschen. Das ist für mich das Paradies. Ja. Ja. War es sowas? Leider nein. Aber sowas gab es. Sowas gab es, bestimmt. Stefanie. Viel macht auch Mist. Ich glaube, bei Ihnen wohnte heimlich seit vielen Jahren der Goldesel. Und der berühmte. Der berühmte, berühmte und berüchtigte Goldesel. Nein. Nein. Oh. Jörg, rette uns. Sie haben Heu gewendet bei sich im Stall. Und während Sie das Heu so wendeten und schauten, fanden Sie plötzlich irgendetwas aus Ihrem Familienbesitz, was seit Jahrhunderten verschollen war, durch Zufall in dem gewendeten Heu wieder. Der Ehering der Großmutter. Sowas? Nein, ja. Der Ehering der Großmutter. Bernhard, mach's kurz, ihr kommt eh nicht drauf. Euch gehört ein Bauernhof, der seit vielen, vielen hundert Jahren schon an dieser Stelle steht. Puh! Doch! Kaum zu glauben. Das Grundstück gehörte einst dem Land König Ludwig. Und aufgrund von Erbstreitigkeiten gehören euch jetzt Teile von Schloss Neuschwanstein, die ihr stückweise verkaufen könnt. Ihr werdet es auch in einer Stunde noch nicht herausgefunden haben. Deswegen sage ich herzlichen Glückwunsch zu 1.000 Euro. Acht Cent mal 30.000 ist? Knappe 4.000 Euro. Knappe 4.000 Euro. Das war das Geschenk Ihrer Freunde des Burschenvereins Grasbrunn zur Hochzeit, das Sie in Form von Pfandflaschen bekommen haben. 30.000 an der Zahl. Freunde in mühevoller Kleinarbeit rund ums Haus deponiert hatten, während die beiden nicht da waren. Und das war ein echtes Spektakel, als sie dann wieder zurückkamen. Thomas Unterbichler und Gattin Stefanie aus Grasbrunn bei München.
Als Landwirte haben sie mit Flaschen eigentlich nicht viel am Hut. Das ändert sich schlagartig am 4. November 2017. Zu unserer Hochzeit bekommen wir 30.000 Pfandflaschen geschenkt. Das muss man erst einmal schlucken. Exakt sind es 30.129 Flaschen und 1.258 Leergutkästen. Schluck, schluck, schluck. Es war alles braun, der ganze Garten, was früher grün war, war voller brauner Pfandflaschen. Das Haus rundum nur blau. Die ganze Hochzeitsgesellschaft steht im Garten, war überwältigend. Der Grasbrunner Burschenverein steckt hinter der Pfandaktion. Sie sammeln Geld im Freundeskreis, tauschen es bei einer Brauerei gegen Leergut und bauen das Flaschenmeer in 12 Stunden auf. Best Buddy Nico Stanic ist mit von der Partie. Und dann habe ich einen Thomas im Bräutigam gesehen und habe mir gedacht, gut, die Stimmung ist ein bisschen erhitzt. Es war erstmal ein Schock. Der Abbau der Flaschenfläche dauert ganze 4 Tage. Der Erlös versöhnliche 4.000 Euro. Und das Video der Aktion wird zum Internet-Hit. Also war dann der Wahnsinn, es waren dann in 14 Tagen über 400.000 Klicks. Wow, und was war denn mit der Hochzeitsnacht? Ins Wasser gefallen? Okay, das lassen wir mal so stehen. Die gläserne Hochzeitsdeko jedenfalls bleibt in Erinnerung. Für immer und ewig. Love you. Aber ich frage ja, wo wart ihr eigentlich, als ihr das alles da vorbereitet habt? Also wir waren damals in der Gaststätte, wo wir unsere Hochzeit gefeiert haben. Und es hat eigentlich alle, haben alle gewusst, also wir. Mhm. Wer solche Freunde hat? Keine Feinde. Ja, na, aber irgendwann war alles wieder gut. Ja, es ist große Aufmerksamkeit damit einhergegangen. Und ein bisschen berühmt seid ihr jetzt auch im Norden Deutschlands. Ja, denn da sind wir natürlich hauptsächlich hier im Fernsehen zu sehen. Heute sind zu den 4.000 Euro nochmal 1.000 dazu gekommen. Und ich sage danke und grüße nach Rasmund, Stefanie und Thomas Unterrichter. Ja, wenn Sie auch noch eine gute Idee brauchen für die Hochzeit von lieben Freunden, ja, dann lassen Sie sich doch bei uns hier inspirieren. Danke, dass Sie heute wieder mit dabei waren. War sicher auch eine gute Idee einzuschalten. Danke an Bernhard Hoecker, Hubertus Meyer-Burkhardt, Stefanie Stumpf und Jörg Pilawa. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Danke, dass Sie wieder mit dabei waren. Guten Start morgen in die neue Woche. Tschüss.